Wir österreichische Frauen und Männer aus allen Bundesländern unserer Republik haben uns hier in Wien, in der Bundeshauptstadt unserer Republik, friedlich versammelt, um an unserem Nationalfeiertag die wortgetreue Umsetzung des Nationalfeiertagsgesetzes einzufordern. Wir sind hier wegen der Tatsache, dass Österreich am 26. Oktober 1955 mit dem Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs seinen Willen erklärt hat, für alle Zukunft und unter allen Umständen seine Unabhängigkeit zu wahren und sie mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen und in eben demselben Bundesverfassungsgesetz seine immerwährende Neutralität festgelegt hat. Und dass Österreich damit seinen Willen bekundet hat, als dauernd neutraler Staat einen wertvollen Beitrag zum Frieden in der Welt leisten zu können. Es wird nichts dadurch besser, dass es größer, unüberschaubarer und unflexibler wird, am allerwenigsten die Wirtschaft. Gerade für eine menschen- und umweltverträgliche Wirtschaft ist die Größe verheerend. Schon Hippokrates sagte, die Natur verzeiht kein Übermaß. Und genau das macht die EU. Sie will die Staaten, die historisch gewachsenen Staaten Europas auflösen und stattdessen einen riesen zentralistisch geführten Staat aufziehen, der alles andere als natur- und sozialverträglich ist. Man kann nicht eine Schuldenkrise dadurch beenden, indem man noch mehr Schulden macht und die Altschulden, die schon nicht mehr beleistbar sind, durch noch mehr Schulden auftürmt. Das ist völliger Unsinn. Zweitens zwingt man uns jetzt über die Hintertür in eine Haftungsunion. Das heißt, wir sollen für die Fehlentwicklungen, für die Fehlentscheidungen anderer europäischer Staaten jetzt voll haften. Und da müssen wir ganz klar sagen, nein, nicht mit unserem Geld. Sie können schon in Deutschland und anderen Staaten nämlich erkennen, was die Kehrseite dieses Finanzinstruments ist. Es sind, und das ist jetzt schon angekündigt worden, dass in Europa die umfangreichsten Raubzüge der öffentlichen Funktionäre gegen uns Bürger stattfinden werden, um nämlich diese gigantischen Finanzen von 700 Milliarden Euro plus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufzubringen. Wir wollen nicht mit Raubzügen hier in die Verarmung getrieben werden für etwas, was wirklich überhaupt nichts bringt, außer vielleicht maximal ein bisschen mehr Zeit. Da müssen wir sagen, halt, hier ist die Grenze, so geht es nicht weiter. Österreich braucht diese EU nicht. Österreich ohne EU kann wieder selbstständig Handel mit der ganzen Welt betreiben und der EFTA beitreten und hat als souveräner Staat wieder die Chance auf glaubhafte Politik für Frieden und Allgemeinwohl. Die neoliberale EU-Wirtschaftspolitik ist gescheitert. Sie brachte Schulden, Krisen, viele Jugendliche Arbeitslose und keine Vorteile für alle Seiten. Die Reichen werden mehr und es droht die Verarmung der Massen. Ich will heute etwas näher auf die Themenbereiche Demokratie und Neutralität eingehen. Demokratie heißt, die Macht hat das Volk, die Macht haben wir. Die öffentlichen Angelegenheiten sind Sache des Volkes. Aber nicht Herrschaft, niemand darf über andere herrschen. Der Staat sind wir alle, nicht nur einzelne Politiker der österreichischen Regierungsparteien, die unserem Land die Souveränität nehmen wollen. Diese Politiker sollten aufs Volk hören und Diener des Volkes sein und nicht Helfer des Kapitals. Sie können sich sicher erinnern, dass damals alle von dem neuen europäischen Haus geträumt haben, in dem sich alle wohlfühlen werden,
und in dem alle zu Hause sind. Was ist aus diesem Haus geworden? Eine Bruchbude, die bald zusammenfallen wird. Weil dieses Haus ohne Fundament errichtet worden ist. Jedes Haus ohne Fundament hat keinen dauernden Bestand. Und was ist dieses Fundament? Dieses Fundament ist in erster Linie, wie wir es heute schon gehört haben, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Selbstbestimmung, wonach jedes Volk selbst entscheiden kann über den rechtlichen Status und über die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Das Selbstbestimmungsrecht, das die Europäische Union mit Füßen getreten hat, als in Ex-Jugoslawien die Völker ihre Unabhängigkeit und Freiheit wollte, mit Füßen getreten hat, als die baltischen Völker ihre Freiheit wollten und sie nicht einmal Zutritt in den Saal hatten, als in Paris die große Konferenz über Europa eröffnet worden ist. Die Europäische Union steht bis heute in Kriegsfuß mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Geschätzte Damen und Herren, als Pressesprecher der österreichischen Plattform Pro Leben Antigentechnik freut es mich sehr, dass so viele Menschen hierher gekommen sind, um ihren Unmut hier kundzutun. Und wenn ich so in die Menge hineinschaue, sehe ich auch einige ältere Leute und darüber freue ich mich besonders. Das sind genau jene Menschen, die nach den zwei Weltkriegen unter Selbstaufopferung und sehr, sehr viel Fleiß Österreich wiederum wunderbar aufgebaut haben. Dafür gebührt euch ein großes Lob und wir verneigen uns vor euch. Leider ist von diesem Glanz nicht mehr sehr viel übrig geblieben, weil seit der EU-Globalisierung und mit der Hilfe der heimischen Politiker wir leider total ausgeplündert worden sind. Und der Gipfel dessen spielt sich unmittelbar vor unseren Augen ab. Das Ziel des ESM, und wir haben einige schon davon gehört, führt dazu, dass uns der gesamte Grund und Boden genommen wird und wir in die totale Versklaverei geführt werden. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von diesem System schleunigst verabschieden. Vor der EU hatten wir zum Beispiel die bestkontrolliertesten Lebensmittel. Da hat es nur geheißen, Vertrauen ist gut, aber die Kontrolle ist etwas besser. Und jetzt kontrolliert anstattdem nur mehr die europäische EFSA, die europäische Lebensmittelkontrollstelle. Das heißt, sie selber kontrolliert gar nichts mehr. Sie übernimmt nur mehr die Gutachten dieser multinationalen Konzerne 1:1. Und sie hat für über 500 Millionen Europäer nicht einmal ein gescheites Labor. Hybrid- und Gentechnik ist jetzt leider in allen Lebensmitteln selbstverständlich geworden. Lebensmittel kann man dazu gar nicht mehr sagen. Es kommt nicht von ungefähr, dass in den letzten 10 Jahren der Krebs sich mehr als verdoppelt hat und die Allergien explodieren. Und man wundert sich auch, warum die Menschen immer dicker werden. Obwohl seriöse Studien eindeutig beweisen, dass die Ursache genau darin liegt. Und alle Tierversuche der Welt zeigen es eindeutig. Unser Trinkwasser, was unser Lebensmittel Nummer 1 ist, wird vielerorts verklort und verstrahlt. Und weil die Gesundheit unser höchstes Gut ist, und wir haben ja nur eine Gesundheit, deshalb ist unsere Plattform Pro Leben Antigentechnik für einen sofortigen, schleunigen Austritt aus der EU. Weil unsere Politiker nachweislich versagt haben, deshalb ist das Volk, wir sind gefragt und das mehr als je zuvor. Als vierfache Mutter ist mir die Zukunft sicherlich nicht egal. Wir haben 14 Millionen Jugendarbeitslosigkeit in der EU und das Bauernsterben. Wir haben seit EU-Eintritt wurde ein Drittel von der Landwirtschaft
aufgegeben. Jeder dritte Bauer hat in Österreich zugemacht. 1995 haben wir nur 250.000 Betriebe gehabt. Heute haben wir 180.000 Betriebe und für die haben 60% keine Zukunftsperspektive oder sind im Nebenerwerb. Im ersten EU-Jahr sanken die Erzeugungspreise bereits um ein Fünftel. Heute hängt jeder Bauer an Subventionstropf, die Förderungen, die Ausgleichszahlungen, die nicht nur Bürokratie bedeuten, sondern vor allem die totale Kontrolle, die totale Überwachung von unseren Lebensmitteln. Die ganze Landwirtschaft wurde unterwandert von der Agrarindustrie. Die EU hat 126 Milliarden 2011 jetzt reingebuttert, aber nicht, dass das beim Bauern ankommt. Da ist ja fast nur ein kleiner Teil übrig geblieben, sondern hauptsächlich geht es in die Industrie, in die industrielle Landwirtschaft. Die, was euch dann versorgen mit Analogkäse, mit Imitate, mit Klebefleisch, Substitute. Eigentlich kann man dazu kurz sagen, Frankensteins Küche. In der österreichischen Bundesverfassung steht im Artikel 1, dass das Recht vom Volk ausgeht. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass das Recht von den EU-Lobbyisten ausgeht, von den EU-Kommissaren und vom EU-Ministerrat. Das wollen wir nicht. In Brüssel gibt es ca. 15.000 Lobbyisten. 15.000 Lobbyisten kommen auf 750 EU-Abgeordnete. Kann sich jeder ausrechnen. Es ist pro Abgeordneten 20 Lobbyisten. Das wollen wir nicht. Die Konzerne wollen das aber, weil warum bezahlen sie diese 15.000 Lobbyisten um teures Geld? Ja, offensichtlich, weil die genau diese Dinge verrichten, die diese Großkonzerne gern haben. Wir haben aber gern Abgeordneten, die das Volk vertreten und nicht die Lobbyisten und Großkonzerne vertreten. Wenn Sie gehört haben, das werden die meisten auch immer wieder einmal, die also überhaupt ein bisschen die Politik verfolgen, werden gemerkt haben, dass unsere Regierungspolitiker, die an der Spitze sind, immer wieder von ihren glühenden europäischen Einstellungen reden. Sie sind glühende Europäer. Ich möchte Ihnen sagen, dieses Glühen ist nicht ein Glühen für Europa und schon gar nicht natürlich für Österreich, sondern das ist ein Glühen für die Banken, für die Finanzwelt, und da sind wir absolut dagegen. Wir in der NFÖ machen das immer wieder unmissverständlich klar. Wir glühen für Österreich, und darum bitte ich Sie auch, setzen Sie sich für Österreich ein. Danke. Die Folgen des EU-Beitritts haben wir alle gespürt. Demokratieverlust, Sozialabbau, schrittweise Aufgabe der Neutralität, die wir eigentlich heute feiern sollten, aber von unseren Politikern tunlichst verschwiegen wird. Verlust des harten Schillings zugunsten des derzeit ja kollabierenden Kunstwährung Euro. Das ESM-Monster haben wir heute genug gehört. Was noch nicht gesagt worden ist, wieso ist der ESM-Vertrag, also dieser Stabilitätsmechanismus, der sogenannte, überhaupt ratifiziert worden? Das war deshalb, weil die Grünen, die seinerzeit ja noch gegen die EU waren, wie die Madeleine Petrovic 1994 noch Parteiobfrau war, waren sie gegen den EU-Beitritt Österreichs. Und die Grünen haben gemeinsam mit den Regierungsparteien SPÖ, ÖVP, also quasi den Steigbügelhalter gespielt, und so konnte der ESM-Vertrag von österreichischer Seite überhaupt ratifiziert werden. Und das Ganze war noch während der EU, also während der Europameisterschaft, Fußballmeisterschaft, wo alle Leute nur Fußball geschaut haben und keiner sich um Politik gekümmert hat. Da ist das so schnell durchgewunken worden, dieser ESM. Also deswegen seit damals sind die Grünen für mich gestorben, weil die ja mittlerweile zu den größten Einpeitschern diesen ganzen EU-Wahnsinns geworden sind, leider Gottes. Die gute Nachricht hier: Wir sind nicht allein. In allen EU-Ländern gibt es bereits Bewegungen,
die ähnlich wie wir für den EU-Austritt sind und dafür kämpfen. Es ist auch kein Wunder, denn wie meine Vorredner schon aufgezählt haben, gegen welche Taten und undemokratische Methoden wir hier kämpfen müssen. Und das erkennen die Leute mit dem Herzen überall, in ganz Europa. Beispiele möchte ich bringen, und zwar in Dänemark ist eine ganz massive EU-Austrittsgruppe rund und mit dem Herrn Jens Bonde entstanden, der auch jahrelanger und längst gedienter EU-Abgeordneter war und der zum Beispiel angeprangert hat, dass über den Reformvertrag von Lissabon im EU-Parlament im Februar 2008 abgestimmt wurde, obwohl noch nicht einmal die konsolidierte Version vorgelegen war damals. Also völlig ins Blinde abgestimmt sozusagen. Die Bewegungen in Deutschland kennen wir eigentlich schon ziemlich gut durch den Herrn Professor Schachtschneider, die Herrn Hammer, Hankel und wie sie alle heißen. Jürgen Elsässer hat jetzt ein Magazin gegründet, um diese Dinge auch anzuprangern und an eine breitere Bevölkerung zu bringen. In England kennen wir weiter den EU-Abgeordneten Nigel Farage von der UKIP, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt und auch hinterfragt, woher die Personen, die an den Schaltstellen der EU sitzen, wie Van Rompuy, Draghi und so weiter, woher die kommen. Niemand kannte sie und plötzlich sind sie da, niemand hat sie gewählt. In Finnland haben wir von dem kolossalen Wahlerfolg der wahren Finnen gehört, die mit nur einem Thema, nämlich dem Austritt aus der Eurozone, 19% der Stimmen für die Parlamentswahlen gewonnen haben. Seien wir daher wachsam, unterstützen wir die anderen Länder, wie sie uns, wie der Herr Klaus Weißner vorher gesagt hat, arbeiten wir mit denen zusammen, schauen wir, dass wir konsolidierte Demonstrationen zustande bringen, dass wir das Unrecht aufzeigen und dass wir gemeinsam schaffen, was heute Thema ist. Österreich wird frei. Danke, Herr Blechinger, und insbesondere vielen Dank Ihnen allen. Viel geliebtes Österreich, wer seine Heimat liebt, wer sein Land liebt, der liebt auch die anderen Länder.